im März 2014, als der Krieg in der Ukraine begann. Das war 2014. Seitdem gibt es die Mahnwache, die erste, die Mahnwache für den Frieden in Berlin. Und 4 Jahre später erst haben wir, der Norbert und ich und die Moderatoren der Friedensmahnwache in Berlin, unsere erste Veranstaltung hier auf selbigen Platz übrigens abgehalten vor der Botschaft der USA in Frankreich mit den Spezialthemen Frieden für Syrien statt. Über die folgenden Jahre fanden dann zahlreiche spezielle Mahnwache in Kooperation für den Frieden in der Ukraine, in Kaschmir, in Jugoslawien, für den Jemen, Iran versus Saudi-Arabien, zu Free Palestine, mit Bürgerdialogen zu den Europawahlen 2019 und natürlich für die Freiheit für Thüringen und Schwenkstadt. Bis heute unvergessen ist die große Ganztageskundgebung vom 30. Mai 2020 auf der anderen Seite des Brandenburger Tors, kündigt RBS Rammstein trotz des politischen Corona-Wahnsinns schon im letzten Jahr Dutzende von Menschenrechts- und Friedensaktivisten vor hunderte Zuschauern zu Wort kamen, unter anderem ich zum Drohnenkrieg, zum US-Drohnenkrieg im Jemen und ob Mahnwachen für den Ersten Weltfrieden in Berlin, Veranstaltung von den Gelbwesten, Kundgebungen zu stoppt, den US-Drohnenkrieg, Kundgebung für die Freiheit von Julian Assange, Schweigemärsche zur Verteidigung unserer in der Verfassung verankerten und unveräußerlichen Grundrechte heutiger Zeit des Corona-Faschismus. Und ich benutze bewusst den Begriff Corona-Faschismus in Deutschland. Norbert ist seit Jahren fester Bestandteil der Menschenrechts- und Friedensbewegung hier in Berlin und zeigt heute, wie viele andere auch, Gesicht und Solidarität für das Volk Jemens. Und so freue ich mich sehr, dass wir heute Norbert trotz erheblicher organisatorischer Herausforderungen bei all seiner Friedensarbeit und Engagement für Menschenrechte hier begrüßen dürfen. Stellvertretend für viele andere Aktivisten, die hier dieses große Banner halten. Sie kommen alle aus der Friedensbewegung in Deutschland. Lieber Norbert, du hast das Wort. Ja, danke Matthias. Das war sehr nett, diese Einleitung. Ja, ich fange mal an. Du hast ja einige schon erzählt. Die Friedensbewegung 2.0, die sich seit 2014 auch dafür einsetzt, dass der US-Stützpunkt Rammstein nahe Kaiserslautern in der Pfalz endlich geschlossen wird, damit keine völkerrechtswidrigen Kriege mehr von deutschem Boden ausgeführt werden, haben die Demonstrationen letztes Jahr 2020 aus der Provinz eben nach Berlin geholt, hier auf die andere Seite des Brandenburger Tores. Außerdem sollte die Veranstaltung Stopp RBS Rammstein auch aus der linken Ecke in die bürgerliche Mitte geholt werden. Das heißt, keine Redner aus Parteien, sondern Fachleute, Buchautoren, Friedensaktivisten, Selbstdenker eben. Die Vorbereitungen liefen ab Spätsommer 2019. Kündigt Rammstein Airbase war geboren. Doch dann kam Corona. Tausende Euro in Bühne und Technik gesteckt und uns wurden nur 100 Teilnehmer gestattet. Wir konnten also keine Werbung machen. Viele der Redner, die vorher ausschließlich zu Friedensthemen sprechen wollten, drängten uns in der unklaren Situation Ostern und Pfingsten 2020 Stellung zu den Grundrechten beziehen zu dürfen. Wir suchten Kontakt zu Rechtsanwälten aus der neu entstandenen Querdenkenbewegung. Der Rechtsanwalt Ralf Ludwig schaffte es in 2 Tagen vor Pfingsten, dass uns 600 Teilnehmer gestattet wurden. An den rechtsanwaltlichen Beistand hatten wir aus der Friedensbewegung nie gedacht. Aber das größere Denken brachte Erfolge. Jetzt haben wir 2021. Ein Jahr ist vergangen. Und was für ein Jahr! Matthias hat sich bemüht, dass der schändliche Krieg in Jemen nicht in Vergessenheit gerät. Danke dafür! Teile der Friedensbewegung haben sich auf Free Julian Assange konzentriert,
Auch hier schon haben viele Aktivisten hinter der Zerstörung eines Journalisten, der Whistleblower nur eine Plattform bietet, um Kriegsverbrechen aufzudecken, schon die geplante Zerstörung der freien Presse, der freien Meinungsäußerung, der Demokratie insgesamt gesehen. Und ich weiß heute, wir müssen so groß denken. Ich werde kurz ausführen, dass unser gemeinsames Engagement für den Frieden nur weitergeführt werden kann, wenn wir uns größer aufstellen und auch für den Erhalt der Demokratie einsetzen. Das Motto der Montagsmahnwache, die du eben auch angesprochen hast, war: Für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, global denken und regional handeln. Regionales Handeln ist das, was Matthias und andere für die Beendigung des Krieges in Jemen tun, was auch für die Freilassung von Julian aus Belmarsh getan wird. Das ist alles richtig und gut. Ich möchte aber anhand dessen, was uns 2020 angetan wurde, kurz begründen, warum wir in den vergangenen 12 Monaten uns nicht mit Rammstein befasst haben, warum alle größer denken müssen, wenn wir etwas erreichen wollen. Nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen wegnehmen, den Symptomen praktisch den Boden unter den Füßen entziehen. Die folgenden beiden Punkte, die kündigt Rammstein Airbase in 2020 beschäftigt haben, sind nicht sofort als Grundlage der Friedensbewegung zu erkennen. Aber nur durch diese Einschübe von nur ein paar Minuten wird am Ende klar werden, dass gerade die Grundrechtsbeschränkung aus dem letzten Jahr den Gegnern des Friedens die Masken vom Gesicht gerissen haben. Ich würde sagen, die Friedensbewegung ist letztes Jahr 10-mal so groß geworden. Und das werdet ihr am Ende des Vortrages auch erkannt haben. Erstens, das ganze Leben wird heute durch den PCR-Test bestimmt. Polymerase Chain Reaction, eine Kettenreaktion. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Schon nach 10 Durchläufen werden aus: Es macht doch nicht krank, wenn mal ein Virus über die Schleimhaut huscht. Zitat nach Professor Christian Drosten: Über 1000. Sie werden überhaupt erst nachweisbar. Kerry Mullis, der für die Entwicklung des Tests den Chemie-Nobelpreis erhielt, sagte wiederholt: Der Test ist für diagnostische Zwecke nicht geeignet. Diagnosen können nur dafür ausgebildete Ärzte stellen. Der Test kann weder Infektionen noch Krankheiten diagnostizieren. Die positiv Getesteten sind nicht zwingend krank. Viele sind gesund. Asymptotische Kranke, also Kranke ohne Symptome, nannte man früher Gesunde. Das kann man ganz schnell recherchieren, aber warum machen die das, die Politik und die Medien? Und warum machen alle mit? Zweitens, nach der Schweinegrippe 2009 wurde der Begriff Pandemie von der WHO geändert. Waren vor 2009 zur Ausrufung einer epidemischen Lage nationaler Tragweite neben sich plötzlich vermehrenden Viren auch sehr viele Schwerstkranke und viele Tote erforderlich. So reichten nach 2009 die sich plötzlich stark vermehrenden Viren. Schwerkranke und Tote brauchte die WHO nicht mehr. Doch im Bewusstsein der Menschen waren Epidemien, also Infektionskrankheiten oder Pandemien, das gleiche weltweit, immer noch mit Leid und Sterben verbunden. Heute kann bei jeder 0815-Grippe eine Epidemie ausgerufen werden. Wollen wir das? Ist das nicht nur ein Verwässern der Sprache? Das hat immense Auswirkungen auf die Friedensbewegung. Die WHO ist zu 80% von der Pharmaindustrie unterstützt. Die World Health Organization ist keine demokratisch gewählte Behörde. Es ist ein Interessensverband der Industrie. Dieser Interessensverband der Pharmaindustrie wird von unseren Volksvertretern, der Legislative und der Exekutive, aber wie eine übergeordnete Behörde behandelt. Die kippen dann die demokratischen Grundrechte.
Der Widerstand durch die Judikative, der Klageweg ist mühsam, aber er läuft inzwischen an. Ob es jetzt Interessenvertreter der Pharmaindustrie oder der Rüstungsindustrie sind, ist den Politikern völlig wurscht. Erst spätestens nach der Zeit als Politiker winken Aufsichtsratsposten in den und die Medien gehören den gleichen Großaktionären, die in der Pharmaindustrie und in der Rüstungsindustrie ihr Geld angelegt haben, um satte Dividenden einzustreichen. Am Anfang des Jahres 2020 wurden Grundrechte von einer Verordnung außer Kraft gesetzt. Das geht ja nun gar nicht. Das Grundgesetz heißt Grundgesetz, weil es die Grundlage aller Gesetze und Verordnungen bilden. Doch dann wurde am 18. November 2020 das Infektionsschutzgesetz beschlossen. An einem Tag Zustimmung durch den Bundestag, den Bundesrat und durch den Bundespräsidenten. Da muss auch die Friedensbewegung hellhörig werden. Das gab es nämlich noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. An einem Tag sind da die erforderlichen Debatten in einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie überhaupt möglich? Die Parlamentarier repräsentieren uns und wir hatten damals schon Bedenken. Wir haben Sorge, dass Parlament, Verwaltung und Behörden von privaten Interessen Einzelner, von Oligarchen gesteuert werden. Das wäre nämlich das Ende der Demokratie. Diese Einzelnen scheinen auch noch ultrareich zu sein. Wenn sie jemals im Interesse der Mittelschicht oder gar der Armen handeln? Wir Friedensaktivisten haben große Sorge um die Demokratie. Die Kaste der Ultrareichen wird alles daran setzen, die Pharmaindustrie und die Rüstungsindustrie weiter auszubauen. Das hat Rosemaria eben schon wunderbar geschildert von Rheinmetall. Das sind die Sparten, wo die am meisten verdient wird. In der Pharmaindustrie, hier kann man auch durch Impfungen an Gesunden verdienen. Und in der Rüstungsindustrie, hier läuft alles ohne Ausschreibung, weil es geheim ist. Und das Teuerste wird den Auftrag bekommen. Es ist ja wahrscheinlich, dass das auch die gemeinsten Waffen liefern wird. Wenn nur wenige herrschen, wie jetzt die Bundesregierung, oder die Ministerpräsidentenrunde ohne Parlament, dann ist das keine Demokratie mehr. Diese Sorge um die Demokratie ist bei uns von Kündigt Rammstein Airbase so groß geworden, überschattet unser gesamtes Leben, dass wir gezwungen waren, Kündigt Airbase größer zu denken. In einer Oligarchie oder gar Diktatur wäre das Engagement für den Frieden reiner Selbstmord. Deshalb haben wir uns vor einem Jahr dazu entschlossen, uns im Jahr 2020 nur für den Erhalt der Demokratie einzusetzen. In diesem Jahr werden wir Pfingsten in Berlin machen. www.pfingsten in Berlin, das könnt ihr nachlesen. Haben wir damit unsere Forderungen nach Kündigt Rammstein Airbase aufgegeben? Nein! Haben wir damit unseren Einsatz für den Frieden aufgegeben? Nein! Warum gibt es die Friedensbewegung? Weil nicht alle Menschen den Frieden wollen. Und wer will den Frieden nicht? Menschen, die am Krieg verdienen. Und die gleichen Menschen, die früher nur am Krieg verdient haben, verdienen heute auch in der Pharmaindustrie. Zum Teil noch mehr. Der tiefe Staat, Rüstungsindustrie, Finanzindustrie, Geheimdienste, Medien wollten schon immer eine permanente Regierung. Im letzten Jahr haben sich diese mafiösen Strukturen durch Einbeziehung der digitalen Kontrollkonzerne noch erweitert. Das alles deutet auf eine weltweite Machtergreifung durch diese selbsternannte Elite hin. Und es wird immer offensichtlicher, dass die Demokratie zu einer reinen Fassadendemokratie verkommen ist. Ich möchte jetzt aus unseren FAQs, den Frequently Asked Questions, den am häufigsten gestellten Fragen, unser Manifest für Pfingsten in Berlin kurz vorlesen. Einige Forderungen nur. Wir fordern erstens die Rücknahme sämtlicher Änderungen des Infektionsgesetzes vom 18.11.2020.
und zweitens die vollständige Wiederherstellung der Grundrechte. Damit sind wir wieder in der von der Bundesregierung vernachlässigten Friedenspolitik. Schon im Artikel 1 steht, im Absatz 2, das deutsche Volk bekennt sich zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Der Einsatz für den Frieden ist ein Gebot des Grundgesetzes. Und weil unsere Regierung darauf pfeift, müssen wir in unserer Freizeit hier stehen und das fordern. So sieht's aus. Eigentlich braucht man nur den gesunden Menschenverstand, um zu wissen, dass hier etwas gegen die Demokratie, und das heißt gegen uns, läuft. Wollen die Parteien alle 4 Jahre eine Wahl? Natürlich, manche Parteipolitiker, die als Selbstdarsteller, die schon auf der Bühne stehen, zu reden, bejubelt werden, finden manche geil. Doch die Machtmenschen, die es auch in Parteien geben soll, gar die Psychopathen, die eine eingeschränkte Wahrnehmung haben, sich als Mittelpunkt der Welt sehen, keine Empathie mehr haben, die wollen einfach durchregieren. Wie der Sonnenkönig. Manche denken jetzt an Söder, kann ich mir schon denken. Natürlich suchen die Plutokraten, die Reichsten der Reichen, ein Geschäftsmodell, das ihre Einnahmen weitersprudeln. Dazu halten sie sich Politiker, die das Trugbild einer Demokratie vermitteln sollen. Schon seit Jahrzehnten nehmen wir eine zunehmende Überwachung der Bevölkerung wahr. Doch sind nicht wir der Souverän? Geht nicht alle Staatsgewalt vom Staatsvolke aus? Artikel 20.2 des Grundgesetzes. Wir sollten die Überwachungskameras von öffentlichen Plätzen abmontieren und im Bundestag aufstellen. Und die Treffen der Parlamentarier und der Regierungsmitglieder mit den Lobbyisten aus Pharma- und Rüstungsindustrie auf Großleinwand übertragen. Im letzten Jahr wurden außerdem noch die freien, nicht werbeabhängigen Medien reglementiert. Nach der Deregulierung der Finanzmärkte, die Regulierung der freien Presse. Das sind die beiden Seiten der gleichen Medaille. Warum haben die Öffentlich-Rechtlichen und die Medienstaatsvertragsmedien nie positiv über uns aus der Friedensbewegung berichtet? Müssten sie eigentlich? Das ist ihr öffentlicher Auftrag, zu berichten, was hier läuft, was das Staatsvolk will und was die Regierung umzusetzen hat. Das wäre Demokratie. Wir alle wissen, dass das Geldsystem am Ende ist. Dieses System braucht ca. 2% Inflation für die Zinsen. Und ohne Leitzins ist es nicht mehr steuerbar. Es war ja nie gut. Aber es hat sich im September 2019 gezeigt, dass eine Rückkehr wenigstens zu einem gesunden Verhältnis zwischen Wirtschaftsleistung und Geldmenge nicht mehr möglich ist. Die Zinsen auf dem Repromarkt waren explodiert. Nachdem Nullzins erlaubt wurde, ist eine Rückkehr unmöglich. Der Kollaps ist nur noch eine Frage der Zeit. Es ist ja alles nachzulesen, was das WEF, das World Economic Forum unter Klaus Schwab will. Eine Weltregierung, ein neues digitales Geldsystem, eine jederzeit digital abschaltbar, man muss schon sagen, ehemals menschliche Spezies. Unter Führung der globalen Konzerne, mit Handlangern, mit Marionetten aus der Politik. Die Oligarchen versprechen auch die Beendigung aller Träge. Wäre doch mal was für die Friedensbewegung. Das haben wir doch alle immer gewünscht. Kein Krieg mehr in Jemen. Aber was ist der Preis dafür? Die Aufgabe der Freizügigkeit. Das heißt, keine Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, sondern Gehorsam. Keine Erwerbsfreiheit. Das machen, was die großen Führer wollen. Persönliche Freiheit? Nein, es muss im Kollektiv gedacht werden, wie schon in China. Achtung des Privat- und Familienlebens? Nein, es gibt ja nur 2 Klassen, Herrscher und Sklaven. Freiheit der Meinungsäußerung kannst du knicken. Demonstration und Versammlungsfreiheit, wie heute hier. Gegen was denn? Mutti hat doch recht.
und der Staat hat das Gewaltmonopol. Deshalb fordern wir von Pfingsten in Berlin sechstens das sofortige Handeln gegen eine sich abzeichnende Zweiklassengesellschaft. Wir brauchen den selbstdenkenden Mittelstand. Wir aus der Friedensbewegung haben früher nur an die Rüstungs- und dann die Finanzkonzerne gedacht, die die Kriege vorfinanzierten. Aber die Menschen, die eine undemokratische Weltregierung anstreben, scheinen durch BlackRock, durch die Konzentration börsennotierter globaler Großunternehmen, die auf Geldvermehrung spezialisiert sind, auf ganz andere Mittel und Wege gekommen zu sein. Das Spielen mit unseren Ängsten. Kriege sind oft weit weg, im Jemen zum Beispiel. Aber Sorge um die Gesundheit hat jeder einfach oder jede. Sorge um die Familie und Sorge um die eigene Gesundheit. Wenn die Menschen nicht aus der Angst kommen, können wir alle friedensstiftenden Aktionen vergessen. Einfach vergessen. Deshalb fordern wir unter zehntens eine zensurfreie Presse sowie Meinungsfreiheit in allen Medien. Und elftens das Ende der medialen Angstkampagnen. Die Nachrichtenagenturen werden von Oligarchen beeinflusst, von Plutokraten gesteuert. Wir fordern in Anlehnung an den Corona-Untersuchungsausschuss, dass alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind die gleichen Politiker, die zwar über Rüstungsbegrenzung sprechen, aber Rüstungsexporte erlauben. Natürlich brauchen wir einen Rezept, aber doch nicht von den Bünden. Ich denke jetzt hier an Fascio, italienisch das Rutenbündel, von den faschistoiden Kreisen, die uns das alles eingebrockt haben, die uns bis hierhin gebracht haben, bis hierhin, bis kurz vor den Abgrund. Nein, der Reset, der Neuanfang wird von unten kommen, aus der bürgerlichen Mitte, vom Souverän, vom Staatsvolk. Und wir von der Friedensbewegung wissen schon lange, gegen wen wir kämpfen, wie gegen die Windmühlenflügel. Wir werden unsere Erkenntnisse allen zur Verfügung stellen. Freiheit ist intrinsisch. Ihr könnt sie uns nicht zurückgeben. Wir haben sie einfach. Ihr könnt sie uns weder nehmen noch geben. Wir sind vernunftbegabte Wesen, keine Sklaven. Wir haben euch nicht ermächtigt, uns zu entmündigen. Vielleicht haben jetzt einige verstanden, warum wir uns ein Jahr lang nicht mit den Symptomen, mit Kündigt Rammstein Airbase beschäftigt haben, sondern mit den Ursachen. Als nächstes machen wir von der Friedensbewegung Pfingsten in Berlin. www.pfingsten-in-berlin.de. Pfingstsamstag ein Sternmarsch aus Nord, Süd, Ost und West zur Siegessäule mit je 4000 angemeldeten Teilnehmern. Pfingstsonntag vier Bühnen zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor mit 16.000 angemeldeten Teilnehmern. Gerade die Friedensbewegung ist eingeladen, gemeinsam mitzumachen. Und ich glaube, meine Lieben, um ein großes Wort zu verwenden oder das umzudrehen, wir schaffen das. Ja, vielen, vielen lieben herzlichen Dank, Norbert, für deine Rede, sehr umfassend. Sicherlich auch für viele Jemeniten hochinteressant. Wichtig nochmal zu erwähnen, dass unsere Bundesregierung, deren Mantra ja ist der Schutz des Lebens und der Gesundheit, ist genau dieselben Akteure sind, die nicht davon zurückscheuen, Rüstungsexporte, Waffen an kriegführende Länder zu liefern und es ihnen völlig egal ist, mit welchem Blutzoll die Jemeniten, die Iraker, die Syrer eben diese Rüstungsexporte bezahlen.